Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Scheuermann und ich möchte Sie im Namen von Kücher, Digitale Welten und Olympus begrüßen zu unserem Live-Talk mit dem Fotografen André Boss, der sich gleich selber vorstellen darf. Wir haben jetzt drei Länder zusammengefasst. Österreich mit Kücher. Vielen lieben Dank auch nochmal für die Einladung. Der André kommt aus der Schweiz und wir sitzen aktuell in Berlin. Das heißt, wir lassen die Leitung jetzt einmal von der Schweiz nach Berlin zurück nach Österreich laufen. Wenn der Ton etwas langsam kommt, dann verzeihen Sie es, das liegt an der langen Entfernung. Da machen wir es noch mit Kabel und nicht über WLAN. Aber wir arbeiten daran. Gut, wir wollen heute über das neue Objektiv reden und natürlich über die neue Firmware. Und der André hat beide schon lange, schon sehr lange in Aktion gehabt. Und bevor wir uns auf die Produkte anschießen, einmal, lieber André, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und was wollen wir heute tun? Genau. Also, hallo und grüße aus der Schweiz. Mein Name ist André Boss. Ich bin, wie Sie schon gelesen haben, ein professioneller Naturfotograf und ein Olympus Visionary. Und ich durfte in den letzten paar Wochen das neue Objektiv testen und möchte ich heute auch meine Erfahrung darüber preisgeben eigentlich. Ja. Genau. Es gab nur ganz wenige Fotografen, die das neue Objektiv auch mal wirklich in die Hand bekommen haben, bevor es auf den Markt kam. André gehörte dazu. Deshalb haben wir auch einige Bilder dabei. Und für alle Nachfragen, die es aktuell gibt, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte einmal in den Live-Chat schreiben. Da kommt der Anton Travels und sagt, Ton zu leise. Welcher Ton ist zu leise? Ist das mein Ton, der Allgemeinton oder der Ton von André? Ton bei André funktioniert nicht. Ah, André, die Bitte, bitte jetzt ganz laut nochmal zu wiederholen. Wer bist du? Ich hatte genau die Befürchtung, dass wir einen Tick zu leise aus der Schweiz rauskommen. So, jetzt schauen wir mal, wie die Reaktionen sind. Leider nicht besser. Wir probieren mal von unserer Seite aus. André, bitte erzähl noch mal ganz kurz und wir gehen von uns aus noch mal ein bisschen lauter. Okay, also ich hoffe, ihr kriegt den Ton hin. Ich rede sehr laut eigentlich. Mein Mikrofon ist auch an und kriege auch hier die Ausschläge, dass es an ist. Sonst muss ich schreiben. Schreiben wäre nicht gut. Außer du kannst schnell schreiben. Oder vielleicht muss ich auch vielleicht hat es mit der anderen Kamera zu tun. Vielleicht muss ich auch die interne wechseln und vielleicht wird auch der Ton übernommen. Kann auch sein. Ja, probieren wir mal ganz kurz. Nicht erschrecken. Nicht gar nicht zu hören. Martina, das wäre schlecht, wenn wir jetzt gar nichts hören. Aber der Ton von uns kommt rüber. Sprechen wir ein bisschen mehr. So, da bist du wieder. Hallo Ton. Nee, allgemein. Also du kommst bei mir ja auch schon ein bisschen leise an. Und wenn ich hier richtig lese, bist du gar nicht zu hören. Also ich kann natürlich leiser reden und wir können das Gesamte etwas nach oben pumpen. Doch, müsstest du dann. Nee, liegt nicht an der Kamera. Liegt an deinem Mikrofon. Also, bei mir ist alles grün. Ja. Also, der Wolfgang schreibt hier gerade, dass ich gut zu verstehen bin und dass du leider noch zu leise bist.
Sonst vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon. Noch näher ans Mikrofon? Okay. Ja, also wie gesagt, ich rede extrem laut und ich habe die Signale hier, ich höre mich auch selber fast schon doppelt. Das muss irgendwie auf dem Weg Richtung, weiß auch nicht, Berlin unterwegs verloren gehen. Ja, jetzt bist du gerade eingefroren. Hast du gerade die Kamera gewechselt? Okay, das ist natürlich live. Genau damit arbeiten wir ganz gern. Aber schön wäre natürlich, wenn der André nicht eingefroren, sondern aktiv zu sehen ist. Er hat so viel zu erzählen. Und wenn wir dann seinen Ton nicht bekommen, war gestern noch so schön. Ich bitte jetzt alle noch mal ganz kurz sitzen zu bleiben, zu warten. Es kann nur besser werden. Wäre auch zu schön, wenn alles sofort klappen würde. Wir haben in der Zwischenzeit so viele Livestreams gemacht und da gibt es immer nette Geschichten, die zwischendrin passieren. So, jetzt ist der andere wieder da. Gut, jetzt machen wir es so. Los aus. Also, zu sehen bin ich wieder, zu hören anscheinend nicht. Ja, wird schwierig. Ich kann es nicht ändern hier. Ja. Eigentlich. Also vielleicht noch mal. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was deine Prioritäten sind und das so mit ein paar Sätzen länger, dass alle ihren Ton anpassen können und ich rede vielleicht ein bisschen leiser. Ja. Bin ich immer noch zu leise, ja? Das ist schade. Sehr schade. Sprich mal noch ein bisschen. Ja, also, wie viele gucken jetzt zu? 14? Aktuell 14, ja. Dann darf ich aber nicht so laut reden. Jetzt ist besser. Ich darf nicht so laut reden, ja. Dann könnt ihr alle jetzt nach oben den Lautstärkeregler hochziehen. Dann hört ihr den André und ich versuche ein bisschen leiser zu reden. Gut. Wir fangen mal an, André. Wir haben uns jetzt leider noch gar nicht persönlich kennengelernt. Im Zeitalter der Pandemie geht alles nur online. Aber ich habe natürlich deine Bilder angesehen und ich habe im Vorfeld von dir einige Bilder bekommen, die du mit dem Objektiv gemacht hast. Und deshalb möchte ich natürlich genau dieses Thema so intensivieren, dass wir uns einfach mal erarbeiten, wie gut du mit dem Objektiv zurande kamst, wie lange hast du damit gearbeitet und wo lagen denn deine Prioritäten? Also fang mal einfach mal damit an, wie lange hast du damit schon arbeiten können? Dann muss man schauen, dass man etwas vor die Linse kriegt. Und das war auch mehr wirklich eine Testjagd, aber ich habe Glück gehabt, es hat gut funktioniert. Und ich wollte ja auch ein wenig zeigen, wie das Objektiv funktioniert bei schlechtem Wetter, bei gutem Wetter und wie der ganze Autofokus so tut, wenn das Wetter halt mal nicht mitmacht. Und von dem her waren die Tests eigentlich erfolgreich, kann man sagen. Vielleicht ganz kurz zu deinem Equipment. Du warst mit welcher Kamera unterwegs? Genau. Und dafür hast du uns ja ein paar Bilder rübergeschickt. Wir starten gleich einfach mal mit einem meiner absoluten Lieblingsbilder und du erzählst uns mal, wie es zu dem Bild kam und was du da eingesetzt hast. Firmware, einfach weil ich testen wollte, wie es funktioniert.
Und was ich auch testen wollte, ist natürlich, wie das Objektiv bei 400 mm mit offener Blende sich so schlägt. Einfach auch, um die Schärfe zu testen, um zu testen, wie die Hintergrundunschärfe wirkt. Und ich finde eigentlich, das Objektiv kann mit offener Blende also ohne Probleme verwendet werden. Der Autofokus hat genial funktioniert. Ich war speziell bei den kleinen Vögeln nicht ganz einfach ist, wenn man keine Vogelerkennungssoftware hat, dann hat man die Option zwischen mehreren Feldern oder halt einem Autofokusfeld und man trifft dann meistens halt nicht immer. Und genau bei so kleinen Vögeln hatte ich das Gefühl, war die Vogelerkennung eine große Hilfe. Du hast ihn ja jetzt auch wirklich gut erwischt, weil er relativ frei sitzt und nichts davor oder nichts dahinter war, was den Autofokus jetzt irritiert hätte. Hast du da auch deine Erfahrung mitgemacht? Ja, wir sehen dann später noch andere Bilder, die ich gemacht habe und die sind dann mit Vordergrund, also mit Hindernissen und auch mit mehr Gegenlicht, also dass der Autofokus oder auch die Kamera, je nach dem Objektiv, ein bisschen mehr normalerweise Mühe hätte. Genau. Ich wollte dich jetzt natürlich nur ein bisschen reizen, ich weiß ja, welche Bilder gleich noch kommen. Gut, der Ralfi schreibt hier, er hört nichts. Vielleicht können alle anderen noch mal ganz kurz nachschauen, beziehungsweise mir eine kleine Information in den Chat reinschreiben, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Oder nicht. Jetzt kommt so eine kleine Verzögerung bei YouTube. Ich stelle die Frage und eine halbe Stunde später kommt erst die Antwort. Das wäre schlecht. Okay, wir gucken einfach mal schon mal ein bisschen weiter. Vielleicht, was mich eigentlich noch interessiert, also ich hoffe, dass es auch alle Zuschauer natürlich interessiert, lieber André, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen und wie bist du dann zu Wildlife gekommen? Das habe ich dann irgendwie mitgenommen, nehme ich mal an, und habe dann meine Lehre auch in der Unterhaltungselektronik gesucht. Also ich war schon immer ein bisschen mit Kameras und Fernsehen und Technik unterwegs. Und also wirklich aktiv, voll am Fotografieren bin ich seit den letzten 15 Jahren eigentlich. Da habe ich mich auch entwickelt. Und das technische Know-how von der Kamera, also ich muss dazu noch sagen, dass ich war ungefähr 10 Jahre Profi-Tänzer und ich nehme mal an, dass das künstliche Auge oder das künstliche Feeling auch etwas von dort gekommen ist und ich dann das Technische einfach mehr dazu gelernt habe, weil einfach wir beim Haus bauen, das Grundgerüst gehört einfach dazu und habe mich dann einfach, irgendwie die Tiere haben mich immer gereizt, Tierdokus und bin dann irgendwie automatisch Tier, Natur, Landschaft hat mich schon immer interessiert und deshalb auch dieses Gebiet ausgewählt für die Fotografie. Schöner Weg. Gut, du hast natürlich noch ein paar andere Bilder mit reingegeben und vielleicht kannst du über das noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen und ich versuche ganz kurz mit dem Ton parallel was zu machen, aber dass wir uns erstmal das Bild anschauen. Und du sprichst. André, rede! Ja, also, das Bild ist eigentlich am selben Tag entstanden wie das erste Bild. Und zwar habe ich mir gedacht, ich wollte unbedingt einen Moment erreichen, wo die Sonne eigentlich direkt über den Horizont geht, über die Berge geht. Und das war so eine Idee mit Gegenlicht und ich wollte eigentlich herausfinden, weil dort, wo die Schatten sind, also eigentlich dort, wo das Licht nicht hinkommt, wie ist die Auflösung des Objektivs? Also wie
kann es die Details in den Schattenbereichen darstellen und wollte einfach das testen. Und wenn ich meine Arbeiten anschaue in den letzten paar Jahren, gehe ich auch immer mehr auf Gegenlichtaufnahmen, weil einfach, es ist für mich stimmungsvoll. Es gibt, wenn möglich, noch ein kleines, schönes Bouquet, wie hier im Hintergrund. Natürlich auch hier bei offener Blende. Und ich habe mir eigentlich die Bäume nicht so ausgesucht, oder ich sage mal zum Teil ausgesucht. Ich musste natürlich genau dort stehen, wo die Sonne mir fast direkt ins Objektiv steht. Also es ist natürlich nicht der ganze Wald, sondern ich musste mich irgendwo für einen Ast entscheiden, der einfach genau passt. Und dass der Vogel jetzt noch den Fuß dort hinstellt, das habe ich nicht so programmiert, aber das war einfach ein cooler Vogel. Ja, super cool. Hat es dann auch gepasst. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, wie die Details einfach immer noch da sind, obwohl ich eigentlich, das ist der Schattenbereich, wo kein Licht hinkommt. Und das hat mich wirklich fasziniert, wie gut die Qualität wirklich ist. Also ich finde deine Bilder grandios. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe deinen Ton nach oben gezogen. Und jetzt ist meiner wahrscheinlich viel zu laut. Ich versuche ein bisschen leiser zu reden. Das mache ich beim nächsten Bild. Korrigiere ich es weiter. Gut. Wir klicken uns gleich mal das nächste Bild ein. Und schauen uns an. Auch ein absolut tolles Bild. Genau. Auch hier, also das ist halt so der Punker unter den kleinen Vögeln. Im Prinzip. Und auch hier wieder im Gegenlicht. Die Vögel sind so schnell, also es ist wirklich nicht geplant gewesen, dass die jetzt genau dort hinfliegen, wo ich wollte. Ich musste wirklich reagieren. Aber wie gesagt, ich habe das Objektiv eigentlich immer voll offenblendig verwendet, also wirklich bei 4,5. Und das letzte Bild und das Bild ist definitiv auch mit 400 mm entstanden, also wirklich komplett am Anschlag. Offenblendig, weil sonst erreicht man diesen unscharfen Hintergrund eigentlich nicht. Man hätte vielleicht noch etwas abblenden können, dann wäre die Schwanzspitze auch noch scharf geworden, aber das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war definitiv, dass der Hintergrund so weich und so cremig wie möglich eigentlich ist. Super! Jetzt können wir da, genau. Immer wenn die Bilder direkt draufgehen, dann verschwinde ich kurz mal aus Zoom und der andere muss dann immer alleine erstmal alles erzählen. Jetzt hoffe ich, dass der Ton ein bisschen besser ist. Wir haben jetzt ganz viel gebastelt, gelötet, gesteckt und ich hoffe, dass der Ton jetzt ein bisschen besser ist. Beate sagt Rückkopplung beim Flüstern. Ich flüstere nicht mehr. Versuch das zu eliminieren. Gut. Was ich natürlich bei den Bildern auch klasse finde, ist natürlich, du gehst ja schon gleich auf offene Blende. Was für einen Vorteil siehst du beim Olympus-System gegenüber jetzt keinem, den wir beim Namen nennen müssen, aber so allgemein, du hast ja auch schon andere Systeme getestet. Was für einen Vorteil siehst du beim Olympus-System bei offener Blende? Also zuerst mal muss ich sagen, kurz, jetzt bist du bei mir sehr leise, aber ich habe noch verstanden, was du von mir wolltest. Ja, also ich habe ja früher mit, also ich komme eigentlich vom Vollformat-System und mein Vorteil oder der Grund, warum ich gewechselt habe, ist eigentlich, weil ich kreativer und schneller und flexibler arbeiten wollte. Und der Punkt ist einmal passiert, das kann ich ganz offen sagen, das war vor vielen Jahren im Nationalpark in Norwegen, wenn man da so einen Moschusochse 40 Meter vor der Nase hat und mit kniehochen Sträuchern und Gebüsch sich bewegen muss und so viele Kilos irgendwie hat. Und ich wollte da schnell ins Gebüsch liegen, also auf gleiche Höhe kommen. Und das ist einfach mit großen Sachen einfach immer ein Hindernis. Und habe mich dann umgeschaut für ein anderes System. Und für mich der Vorteil beim Olympus-System ist einfach, ich brauche kein Stativ. Ich bin mobil, ich bin flexibler und ich kann einfach viel schneller reagieren, wenn irgendetwas passiert und muss auch nicht überlegen, oh, was kann ich noch mitnehmen, was muss ich zu Hause lassen, sondern ich mache den Rucksack voll, nehme es mit und dann geht's los. Das ist auch bei den Bildern so gewesen, also ich habe nie ein Stativ verwendet, die Bilder sind alle aus der Hand geschossen oder fotografiert.
Und da sehe ich schon einen Vorteil. Ich habe Stativ nie gemacht, einfach weil es mich einschränkt bei meiner Arbeit. Mal will ich auf gleicher Höhe, mal will ich ein bisschen weiter weg. Und bis das Stativ steht, dauert es einfach immer zu lange. Und auch beim Einbeistativ, wenn mal was vorbeifliegt, dann muss ich auch wieder wechseln. Und das ist einfach für mich, für meine Art, wie ich fotografiere, war das zu einschränkend vorher. Und jetzt mit dem MFT-System von Olympus hast du eben viele Freiheiten von der Größe her und vor allem vom Gewicht, denke ich auch mal. Ne? Genau, also das Gewicht ist sicher ein großer Punkt. Eben wie gesagt, ich kann alles mitnehmen. Ich muss nicht mehr überlegen, was darf ich und was nicht. Und Olympus hat einfach, das eine ist das Gewicht, das andere ist der Bildstabilisator. Es ist ein Vorteil, den vielleicht nicht alle unbedingt wissen, aber für mich ist der Vorteil in puncto Blende, Tiefenschärfe, Sensorgröße. Also was ich genau damit meine ist, wenn ich ein Objektiv habe mit Blende 2.8, dann muss ich bei anderen Systemen zuerst abblenden, um mehr Tiefenschärfe zu erreichen. Und bei Olympus sind wir hier bereits bei Blende 5.6, aber nur Tiefenschärfe, nicht falsch verstehen. Punkto Tiefenschärfe ist mal 2 meiner Meinung nach und da bin ich auch wieder im Vorteil, wenn ich das weiß, kriege ich eigentlich mit mehr Lichtstärke auch gleich mehr Tiefenschärfe. Für mich ist das ein Vorteil, für andere vielleicht wieder nicht, aber ich nutze es als meinen großen Vorteil eigentlich. Ist im Grunde genommen für alle Wildlife, Natur, aber auch natürlich Makrofotografen ein Riesenvorteil. Und den soll man natürlich auch dementsprechend ausspielen. Wir haben es gar nicht gezeigt. Ich habe den großen Sechser im Lotto. Ich habe ein Objektiv. Das einzige, das zurzeit in Deutschland verfügbar ist, habe ich für heute mir Krallen besorgen können. Und bin natürlich ganz, ganz lustig und ganz stolz drauf, dass ich das heute Abend mit nach Hause nehmen kann und morgen wieder verschicken muss. Aber wir werden uns natürlich anschauen, wie ist das Objektiv aufgebaut? Was hat dich daran im Grunde fasziniert? Was gab es für Vor- und Nachteile? Wir können uns das mal ein bisschen näher anschauen, weil das Objektiv hat ja so ein paar Spezialitäten, die man natürlich auch ruhig mal zeigen sollte. Und deshalb haben wir zum Glück noch eine Kamera, die uns gleich das Ganze von oben zeigt. So, jetzt muss nur der Autofokus schneller kommen. Da ist er. Wo ist er? Da. Okay. André, du kennst ja die Tasten schon ganz gut. Ja, kann ich es gleich mitnehmen? Darf ich gleich übernehmen hier? Darfst du gern, aber ich krieg's wahrscheinlich nicht durch die Kamera durch. Also, Nachteile ist mir keiner bis jetzt aufgefallen, das darf ich wirklich so sagen. Weil einfach, also das erste Mal, als ich das Objektiv in die Hand genommen habe, musste ich sagen, es war einfach für das, was ich bekomme, extrem leicht. Also eben, wir reden hier von einem riesen Zoom, von einer riesen Zoom-Range und die Balance des Objektivs ist genial mit der angesetzten Kamera, mit der X zum Beispiel. Und was mir aufgefallen ist, die Knöpfe waren selten so gut eigentlich am richtigen Ort, wo ich sie haben will. Also zum Beispiel der Extender, den kann ich ohne die Hand von der Kamera zu nehmen, mit dem Mittel- oder Zeigefinger einfach hoch oder runter schieben. Der ist wirklich sehr perfekt eigentlich positioniert. Und das andere ist der Zoomring, muss ich sagen, der ist sehr leicht. Man kann den Zoomring eigentlich mit einem oder mit zwei Fingern bedienen, ohne die Hand eigentlich vom Objektiv wegnehmen zu müssen oder die Position der Hand zu ändern. Also normalerweise halte ich das Objektiv ja so und bei gewissen Objektiven muss ich die Hand dann wechseln, weil es zu streng ist. Und hier kann ich ganz fein und leicht mit zwei Fingern den Zoomring eigentlich bewegen. Was auch ein Punkt ist, was mich fasziniert hat, das ist die Naheinstellgrenze. Also die liegt hier bei 1,3 Metern, auch bei 400 mm. Und das ist natürlich, wie du vorher gesagt hast, Erik, bei Makrofotografie natürlich ein Riesenvorteil. Und sonst muss ich sagen, es ist einfach, also ich musste das Objektiv wieder abgeben, leider.
Und das war sehr schade, weil es ist wirklich faszinierend, damit zu arbeiten. Ich habe es auch Erik schon gesagt, vor dem, unserem Chat eigentlich, dass ich mir nie Gedanken gemacht habe, was der Bildstabilisator macht. Ich habe mir nie überlegt, ah, muss ich da was machen? Ich habe einfach fotografiert, egal welche Zeit, dass ich benutzt habe, auch bei den Vogelbildern vorhin. Die Vogelbilder sind zum Teil mit einer 120stel Sekunde gemacht und das bei 800 mm. Das hätte man früher nie versucht. Das hätte man gesagt, lass es lieber sein, vergiss es. Und das ist einfach genial, weil man gewinnt wieder Qualität, der ISO kann runter und das ist einfach, ja, ich könnte noch Stunden schwärmen. Kannst du, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil so, so schnell gehen wir jetzt nicht nach Hause. Wobei, du bist ja schon zu Hause. Man muss ganz klar zum Gewicht sagen, wir haben 1,8 Kilo, haben ein Objektiv, das gut in der Hand liegt, das mit der E1X für mich zumindest eine super austarierte Kombination darstellt. Es liegt perfekt in der Hand und es gibt immer die Frage, die Stativschelle. Hast du vielleicht auch erlebt, Stativschelle ist nicht abnehmbar. Ja? Das hat einen Grund, warum die nicht abnehmbar ist. Aber man muss eins natürlich dazu sagen, ob du die abnimmst oder nicht, so viel Gewicht wirst du da nicht wirklich verlieren, weil die aus Magnesium-Legierung ist und dementsprechend sowieso kein Gewicht mit sich bringt. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz von oben zeigen, warum die nicht abnehmbar ist. Und zwar, wenn ich die hier so drehe, seht ihr hier diese kleine Ausbuchtung. Ja? Und über die kriegen wir diese Stativschelle nicht rüber. Auf der anderen Seite haben wir hier den Umschalter vom Telekonverter und auch da kriegen wir nicht drüber. Und jetzt die Frage, warum gibt es überhaupt diese Ausbuchtung und warum ist dieser Schalter hier oben? Weil die beiden zusammengehören. Hier unten, halt, wo sind wir? Da ist die Kamera. Hier unten, das ist die Parkposition vom Telekonverter. Und wenn ich den von 1,0, also von oben, auf 1,25, dann wird er von dieser Parkposition reingeschwenkt. Und wenn ich wieder zurückschalte, rutscht er wieder unten in diese Parkposition zurück. Deshalb wird die Stativschelle nicht zum Abnehmen sein. André, vielleicht kannst du auch dazu was sagen vom Trageverhalten her. Ich fand es ganz gut, weil man sie wirklich sehr gut in die Hand nehmen kann. Also mich hat es nie gestört, dass ich es nicht abnehmen konnte. Ich hatte auch früher nie die Stativschellen weggenommen, weil einfach... Wenn ich das Tragen unterwegs bin, dann stelle ich die meistens nach oben und trage mein Objektiv eigentlich so. Von dem her bin ich eigentlich froh, dass die immer dran ist, genau. Und habe da nie, eben wie gesagt, klar, man könnte sie wegnehmen und dann wäre es noch ein bisschen leichter und so. Aber ja, also ich bin froh, ich mag dieses Ding, dass es dran ist, ich kann es gut halten und ich habe auch gemerkt, wenn man das Objektiv so trägt, eigentlich wie gut balanciert das ist. Also ich habe immer die EM1X angeschlossen und das konnte ich fast mit zwei Fingern, konnte ich das irgendwie so tragen. Also das geht eigentlich ganz gut. Von dem her macht das schon Sinn, dass es dran ist, für mich jetzt zumindest. Ja, ja. Da pfeifen wir ins gleiche Rohr sozusagen. Auch für mich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Egal, ob du jetzt ein Stativ ransetzt oder eben wirklich die in der Hand trägst. Ich persönlich habe mir hier einfach einen Trageriemen eingeklinkt und habe dann das Objektiv eben, sprich mit der Kamera, um die Schulter gehabt. War natürlich ein bisschen einfacher, wenn das Gewicht natürlich nicht an der Kamera hängt, sondern andersrum die Kamera eben an einem schwereren Teil, auf gut Deutsch. Aber es sind 1,8 Kilo, mit einer EM1X sind wir ungefähr bei 2,5, 2,6 Kilo, die damit reinkommen. Und deshalb, ein Trageriemen ist schon immer ganz nett und für alle, die Stativ verwenden, wir haben hier eine AK-Swiss-Halterung, also auch für Schnellwechselung auch ganz gut geeignet, wenn man mit dem Stativ arbeiten möchte. Aber der André arbeitet ohne Stativ, da gehen wir auch konform. Vielleicht gehen wir zwei doch mal zusammen fotografieren. Weil Stativ ist gerade bei den Motiven, die du mir auch geschickt hast, nicht wirklich gut geeignet, weil du viel flexibler werden musst. Wir haben so ein paar wirklich super, das ist auch so eins von meinen Lieblingsbildern, die du geschickt hast. Jetzt die Frage, hoffentlich erwische ich dich, was ist denn das für ein Vogel? Tja, was könnte das sein? Das ist die Haubenmeise. Die Haubenmeise. Auf Englisch Crested Tit. Nee, also
Das ist für mich der Punker und dem kleinen Punker oder Rockstar gibt man eine Bühne. Deswegen, das Foto war ein Ziel. Also es gibt Bilder, die ich nicht im Kopf habe vorher, die einfach passieren, weil man muss sich ja anpassen in der Natur. Aber ich hatte zwei Ziele mit der Haubenmeise. Das eine war eine Gegenlichtaufnahme und das andere war dieses Bild, weil ich wollte es irgendwie schaffen, dass der Hintergrund möglichst dunkel ist und sie quasi oder die Haubenmeise quasi im Rampenlicht steht, wie der Punker auf der Bühne. Und das ist mir gelungen, zwar nicht sofort, das war auch ein Tag Arbeit, aber ja, von dem her gefällt mir das Bild eigentlich ganz gut, auch mit den alten Ästen von diesen alten Bäumen, die in diesem Wald sind, sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, aber so wie ich recherchiert habe, ist es ein Männchen, weil der Kamm bei dem Weibchen nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber wenn es da ein Vogel-Experte ist, dann habe ich vielleicht wieder Pech, aber ich denke mal, es ist ein Männchen. Und wenn ein Vogelexperte hier ist, der kann uns sicherlich weiterhelfen. Deshalb sind wir ja eine Community. Aber sag mir mal, du hast gerade eben gesagt, du hast immer so das ein oder andere Bild im Kopf, das möchtest du erwischen. Wenn du dir jetzt den Panga hier vornimmst, wie gehst du daran? Weißt du, wo die sind? Suchst du dir vorher aus, wo die Vögel auftauchen? Oder lässt du dich dann auch ganz gerne mal überraschen? Beides. Ich plane eigentlich immer. Also der Erfolg, ich habe gemerkt in den letzten Jahren, ich habe mehr Erfolg, wenn ich wirklich lang plane, bevor ich rausgehe. Das heißt, wo muss ich hin, zu welcher Jahreszeit. Meistens ist die Location mir fast noch wichtiger als das Tier, weil einfach ich kann auch bei mir im Garten, die Haubenmeise vielleicht nicht, aber ich kann bei mir im Garten auch Vögel fotografieren, aber ich habe nicht so alte Bäume. Das heißt, das Drumherum, das ist nicht ganz dasselbe. Und ich habe natürlich gewusst, wo es in der Schweiz diese alten Bäume gibt. Speziell auch die alten Nadelbäume, wo diese kleinen Vögel zu Hause sind. Dann muss man noch die Jahreszeit erwischen, wo sie vielleicht ein bisschen aktiver sind. Und das ist alles mit Recherche, mit Planung und dann am Schluss braucht es noch Glück, das ist klar. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen, das ist so. Also ich denke, was ein wichtiger Teil ist bei der Fotografie, dass man relativ schnell sich anpassen kann. Also dass man, wenn nicht das passiert, was man hofft, dass man trotzdem noch ein Bild kriegt, indem man einfach schnell reagiert und die Szene analysiert und denkt, okay, was mache ich jetzt? Dass die Einstellung, dass man nicht überlegen muss, dass es einfach wie aus der Hand geht und dann kriegt man trotzdem noch ein gutes Bild. Aber das da in diesem Fall war so, ja, es war fast geplant. Also es war, ich hätte es noch ein bisschen anders gewollt, aber ich nehme es auch so, ist okay, ist okay. Ich finde es gut, ich finde es sehr gut. Ich weiß nicht, was du vorher für ein Bild im Kopf hattest, deshalb. Ja, man will ja immer mehr, das ist so. Wenn man ein gutes Bild hat, dann will man noch mehr, das ist halt. Ja, was hältst du von Anfüttern? Ja, also es ist immer ein gutes Thema, wo ich immer wieder sage, wir füttern die Vögel im Garten ja auch an im Winter, wenn es kalt ist. Ja. Das ist irgendwie erlaubt und alles andere nicht. Und ich sehe das nicht so eng. Ich sehe das als so, wenn man muss die Tiere einfach, wie soll ich sagen, man sollte es noch mit der Harmonie mit der Natur lassen. Also man soll es nicht übertreiben, wenn man es macht. Und ich sage mal, wenn jemand auf Safari geht in den Krügerpark, dann geht man an gewissen Orten auch dort, wo die Wasserstellen sind. Also klar, man muss irgendwie sich der Natur anpassen. Also von mir aus kann man die Vögel anfüttern, das ist kein Problem, aber einfach nicht im Sommer, im Frühling oder irgendwie, wenn die Tiere sowieso genug Nahrung haben. Aber ich denke, im Winter kann man den Vögeln schon mal helfen. Sehr gut. Ist ein ganz, ganz großes Thema in der Naturfotografie, Wildlife. Da gehen die Meinungen oft auseinander. Ich persönlich halte es auch eher wie du. Die Vögel, die wir im Garten haben, die auch schon sehr viele Motive im Grunde bieten, die füttern wir alle an. In der freien Natur, also im Wald, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen. Gut, rutsch mal weiter, bevor wir hier in die Moralnummer kommen. Du warst an einem See, wenn ich das mal interpretieren würde.
Genau, ich war viel am Bodensee unterwegs, auf der Schweizer Seite. Und da meine Idee war einfach, das Gegenlicht am Morgen, die schönen Farben zu bekommen. Und manchmal hat man Glück, dass was vorbeifliegt, manchmal hat man Pech. Also ich war, bevor ich das Bild gemacht habe, war ich schon 2 Tage vorher dort, da war nichts. Von dem her, ein Tag war Glück. Und das Coole daran ist wirklich auch hier wieder mit der Vogelerkennung eigentlich. Und ich war mir nicht sicher, wie gut es da funktioniert, weil der fliegt ja, die Flügel bewegen sich und die Vogelerkennung muss ja trotzdem irgendwie versuchen. Das Ziel war, dass der Kopf scharf ist. Und ich denke, das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Der Vogel war relativ, also der Fischreiher oder Graureiher, Entschuldigung, war relativ weit weg. Und das ist halt der Vorteil von einem Zoom. Ich konnte die Tiere nehmen, die nahe sind am Wasser, das kann man auch später sehen. Ich konnte den nehmen, der sehr weit weg ist. Und hätte ich jetzt eine fixe Brennweite, ich hätte mich entschieden für, weiß nicht, für das kleine Zoom oder für das große, dann hätte ich halt nur das eine machen können. Und ich bin nicht so der Fan vom Croppen, vom Ausschneiden. Ich möchte eigentlich die Auflösung behalten, die mir die Kamera gibt. Und von dem her ist so ein Zoom halt ja ein riesen Vorteil, wenn dann sowas passiert. Genau, du bist viel flexibler. Und du hast ja auch das 100 bis 400, das wir im Sommer vorgestellt haben, was auch ein super Objektiv ist. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber jetzt vom Vergleich her, würdest du den einen oder anderen Punkt beim weißen Riesen, nennen wir ihn mal, ganz klar voranstellen? Ja, also klar, wir reden hier über ganz andere Preiskategorien. Also das ist viel zu niedrig. Das ist so. Und was mir aufgefallen ist, einfach bezüglich Autofokus ist der, sag jetzt mal, der weiße Riese, ist im bezüglichen Autofokus, speziell dann, wenn es bei schlechtem Kontrast, bei schlechtem Licht, ist einfach das 150-400 eine Tick besser, weil einfach es ist schneller und präziser. Aber wie gesagt, es kostet auch etwas mehr als das kleine. Das 100-400 habe ich aber trotzdem, das habe ich ein sehr gutes Objektiv empfunden. Ich hatte es in den Wäldern getestet, wo es auch sehr dunkel war und mit wenig Licht. Es hat eigentlich fast immer perfekt funktioniert, aber von der Qualität und von der Schärfe her ist das Größere halt doch eine andere Kategorie, sagen wir mal so. Ja. Also vom Scharfstellen, von der Reaktionsgeschwindigkeit spielt natürlich auch die Lichtstärke wieder mit rein, aber auch von den Gläsern, die da mit drin verarbeitet sind. Umsonst haben wir den Preis nicht, das ist klar, aber ganz ehrlich, der Preis ist fast noch ein Tick zu niedrig. Wenn ich zurückdenke an meine Vollformatzeit, und ich mir überlege, wie viele Objektive da in einem drinstecken, inklusive Extender, dann bekommt man doch sehr, sehr viel für das Geld. Weil eben, dann man muss sich sonst wieder überlegen, was nehme ich mit. Alles geht nicht. Und hier haben wir wirklich von 200 bis 400, sogar bis eben mit Konverter 500 alles drin. Und das ist, wie du sagst, das ist... ja, Preis-Leistung, die stimmt eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Ja, definitiv. Wenn du gerade den Telekonverter ansprichst, den internen, verlängert die Brennweite von 400 auf 500 mm. Hast du da irgendeinen Schärfeunterschied feststellen können? Ich muss es so erklären. Ich habe Extender verwendet, aber nur sehr ungern, weil ich wusste, dass es einfach immer ein Kompromiss ist. Man bekommt mehr, aber man verliert auch etwas. Und der eingebaute Extender, man hat einfach keine elektronischen Kontakte mehr, also zusätzliche Kontakte. Mhm. Und mein Empfinden ist, dass der eingebaute Extender beim Autofokus schneller ist als ein angesteckter Extender. Und dass die Bildqualität auch besser ist. Ich habe ihn verwendet mit offener, was ist dann Blende? 5.6. Genau, und ich habe es, normalerweise muss ich immer einen Tick abblenden, damit ich wieder ein bisschen Schärfe bekomme. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, mit Blende 5.6 ist für einen Extender ist also super. Also
Und die Geschwindigkeit von Autofokus ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass es jetzt ein riesen Unterschied ist. Ich muss aber sagen, ich habe es 4 Tage getestet, ich habe es nicht über die Jahre getestet und in jeder Situation, aber rein vom Gefühl her, das ist genau das, wie ich ein Objektiv verwenden möchte, weil es ist nicht nur, wie du sagst, die Qualität oder die Schnelligkeit, es ist der Punkt, die Überlegung, die man macht, bis der Extender dran ist. Also ja. Es ist mir vielfach passiert, ich bin am Fotografieren und dann passiert was und dann denke ich, soll ich jetzt einen Extender ranschrauben oder soll ich es sein lassen? Und bis ich das Ding dran habe, kann vielleicht, oder mir ist es immer passiert, dass dann gleich wieder etwas passiert ist, wo ich gedacht habe, warum habe ich das Ding jetzt rangemacht? Warum? Und hier ist es ein Schalter, das geht so schnell und man hat eigentlich so, ja, man verliert keine Zeit mehr, man verliert weniger das Motiv und ist einfach, ja, ist einfach geil. Entschuldigung. Immer raus damit. Aber das ist genau der Punkt. Also du kannst sie ja verwenden, kannst sie auch zusätzlich bei der beim Objektiv mit ansetzen. Dann sind wir statt 500 mm sind wir bei 1000 mm, wenn wir den 2.0 verwenden. Und auf Kleinbild gerechnet wären wir dann bei 2000 mm. Ist natürlich schon eine Wucht in dem Moment. Aber klar, du brauchst ein bisschen mehr Zeit. Du musst das Objektiv ablehnen, Konverter aufsetzen, wieder ansetzen, die Kamera einschalten. Wenn es ein schnell bewegtes Objekt ist, dann fehlt dir genau die paar Sekunden. Wenn du natürlich den intern verwendest und einfach nur den Schalter hoch und runter ziehst, zack, hast du die Verlängerung gleich mit drin. Genau. Und ich persönlich finde auch von der Schärfeleistung her keinen Unterschied, ob mit oder ohne dem internen Telekonverter. Und das finde ich schon sehr faszinierend, wenn man überlegt, dass man hier wirklich verschiedene Gläser noch mit reinsetzt, die dann auch eine Wahnsinnsqualität mit sich bringen. Gut, gucken wir uns noch mal das nächste Bild an, direkt im Wasser. Das ist eben genau der gleiche Morgen im Prinzip und ich finde das genau das Beispiel, das ich eigentlich zeigen wollte. Der eine flog vorüber, der eine war rechts unten und mit dem Zoom habe ich einfach die Option, gleich beides zu machen. Hier hatte ich beim Schwan unten hatte ich sehr starkes Hitzeflimmern. Es war sehr kalt, die Sonne hat reingeschonnen und es hat eigentlich wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Die Schärfe liegt da, wo sie sein muss. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man noch den Atem des Schwans. Oh, vielleicht machen wir doch nochmal Großbild. Der ist auch noch drauf und auch hier, wie gesagt, offene Blende 4,5. Einfach drauf los. Für mich ist, die Schärfe muss sein, das ist klar, der Fokus muss sein, aber für mich ist der Hintergrund fast so wichtig oder noch wichtiger als das Tier und ich möchte das möglichst immer so freistellen, wie es geht einfach. Mhm. Was du natürlich mit offener Blende ja super hingekriegt hast. Wahnsinn. Ist das ein Schwan aus der Schweiz, aus Österreich oder aus Deutschland? Der ist noch Schweizer. Also, außer er ist reingeflogen. Aber ich nehme mal an, der ist ansässig dort. Tja, am Bodensee kann alle drei Länder drauf zugreifen. Ne? Vielleicht auch einer, der sich einfach rechts wie links überlegt, einmal rüber nach in die Schweiz, dann wieder nach Österreich und wieder nach Deutschland. So ist richtig. Dafür haben wir den Bodensee. Gut, dann haben wir auch ein grandioses Bild, die Ente, die du da erwischt hast. So tief kann der Bodensee gar nicht sein. Ich sehe aber eine ganz andere Stelle. Also. Die andere Stelle war sehr offen, sehr weit, sehr groß. Deswegen konnte ich auch schön den vorbeifliegenden Graureiher fotografieren. Hier war es eher dicht mit Schilf. Und aber deswegen auch die schöne Reflexion, das war Sonnenuntergang, das vorhin war Sonnenaufgang. Und hier einfach mal ein Bild im Prinzip mit, ich sage dann immer, englischem Licht, also das schöne, perfekte Licht hinter meinem Rücken. Und auch hier war ich gespannt, wie die Vogelerkennung funktioniert, weil der Kopf ist leicht versetzt hinter dem Körper. Das bedeutet, die Kamera muss zuerst schauen, wo hört der Kopf auf und wo fängt der Körper wieder an. Und ich fand es eigentlich, es hat funktioniert. Manchmal war es etwas nervös, aber das
hat die Kamera nicht selber hinbekommen. Ich musste da nichts einstellen. Zu den Einstellungen bei der Vogelerkennung vielleicht hier auch ein gutes Beispiel. Normalerweise, wenn ich fotografiere, habe ich immer ein Autofokusfeld fotografiert bei solchen Sachen, weil einfach ich wollte ja gezielt aufs Auge, nicht auf den Körper. Würde ich hier das Kreuz verwenden, also die fünf Punkte oder die Gruppen, dann wäre er irgendwo auf dem Körper wahrscheinlich hängen geblieben. Und bei der Vogelerkennung ist es so, man kann ja das mit allen Fokusfeldern verwenden oder man kann es auch mit einer kleinen Gruppe verwenden. Zuerst haben wir das mir quasi fast verboten. Ich sagte, ja, mach das nicht, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, doch, ich will. Und dann habe ich dann einfach die 9er-Gruppe genommen und mit dem hat es sehr gut funktioniert. Man sollte aber auf keinen Fall, die 5er-Gruppe ist fast zu klein und ein Autofokusfeld funktioniert ganz schlecht, weil das System muss zuerst das Tier erkennen. Und wenn die Autofokusfelder fehlen, dann war meine Erfahrung, dass das Tracking nicht mehr, konnte den Vogel nicht mehr das Ganze sehen und dann spezifisch noch auf den Kopf scharf stellen. Also der Trick mit wenigen Autofokusfeldern, der funktioniert nicht wirklich. Okay, also kommt, glaube ich, immer darauf an, wie groß oder wie klein der Vogel ist. Genau, oder wie weit weg man ist. Wie weit weg, genau, richtig. Ja. Da muss der Fotograf natürlich trotzdem noch ein bisschen was mitarbeiten. Aber wenn man... ein bisschen noch, ja. Wenn man sich da nicht ganz sicher ist, mach erstmal alle Felder, lass die Vogelerkennung drüber laufen, und du wirst relativ schnell merken, ob du diese Felder verkleinern kannst oder nicht. Ja, dass du dann auf einen 25er, 9er oder 5er Block runtergehen kannst. Genau. Aber das ist eine Erfahrungsgeschichte, die man relativ schnell auch mitbekommt. Gut, dann gehen wir mal von der schlafenden Ente zum Kormoran. Ja, das war so einer der Morgen, an dem ich liebsten wieder nach Hause gegangen wäre, weil einfach, wenn man objektiv testet und man sieht gerade mal 10 Meter weit, dann wird es lustig. Also ich war da morgen unterwegs und habe am Morgen eigentlich nur die Vögel gehört und keinen gesehen. Und ich habe nur gehofft, dass ich irgendwann, so nach ein paar Stunden, vielleicht den Nebel ein wenig lichtet. Aber das war Wunschdenken. Ich hatte aber trotzdem Glück und das vielleicht das Glück des Tüchtigen, keine Ahnung, aber ich war da irgendwie 4-5 Stunden in der Kälte unterwegs. Das war ungefähr so, ja, was war das? -2, -4 oder so. Und bis dann der Kormoran da schön posierte. Und vielleicht nicht, ich weiß, viele Leute haben gerne Schärfe, Details und so, aber ich habe auch manchmal gerne so ein bisschen mehr die künstlerischen Bilder, die halt etwas mehr das Tier und die Natur noch zeigen mit dem Ast, mit dem aufsteigenden Ast. Und der Trick war hier, das Wetter war eigentlich schlecht, aber es war auch wieder gut, weil ich konnte das Objektiv auch mal testen und den Autofokus testen, wenn es halt nicht das perfekte super Licht ist. Und es war vielleicht nicht mehr der dickste Nebel bei diesem Foto, aber trotzdem, wenn ich das Bild reinzoome bei mir, die Schärfe ist wirklich da, es ist da, wo es sein muss. Der Fokus hat perfekt funktioniert und das sind genau die Bilder, die normalerweise immer problematisch sind, weil man weiß nie, mache ich jetzt ein Autofokusfeld, mache ich zwei, mache ich die CR-Empfindlichkeit rauf, mache ich sie runter, fliegt er gleich weg und so weiter. Und hat wirklich auch mit der Vogelerkennung sensationell funktioniert, durch den Nebel hindurch scharf gestellt. Also ich war da nicht am Anschlag bei 400 mm, ich war hier glaube ich bei 300 oder so, ungefähr, um noch den Ast einfach drauf zu kriegen. Für mich total mystisch. Bitte macht mehr Hochformatbilder. Es gibt so viele schöne Motive für Hochformat. Aber sehe ich zu wenig. Das stimmt, ja. Und quadratisch. Ach nee, quadratisch gibt es jetzt wieder mehr durch Instagram. Aber genau. Hochformat, das stimmt. Das gibt nicht ganz so viele. Gut, wir verändern. Ach nee, das ist immer noch der Kormoran. Ist das, das war wieder eine andere Stelle. Aber das. Der Kormoran ist mit dem Extender, da war ich bei 1000 mm quasi. Die einen finden Kormoran nicht so toll, ich finde sie toll, einfach weil sie coole Motive abgeben. Und für alle, die mal gerne Kormorane fotografieren möchten,
Das ist ganz einfach, die sind immer im Wasser, die sind am Fische suchen, am Tauchen und die brauchen nachher immer eine gewisse Zeit, um sich wieder aufzuwärmen und sich zu trocknen. Und dann stehen die auf dem Felsen eigentlich und stehen da doch eine längere Zeit. Das Problem ist halt meistens immer, dass meistens viele an einem Ort sind und nicht nur einer. Deswegen finde ich das Bild cool und ich habe Schwarz-Weiß gewählt, weil einfach, ich fand die Kombination aus schwarzem Stein und schwarzem Vogel und Schwarz-Weiß einfach jetzt schöner als in Farbe. Aber das ist Geschmackssache. Aber auch hier, Vogelerkennung, Extender war einfach, war super. Also, ja, und knackige Schärfe, schön auf dem Kopf. Vom Ablauf her, die Vogelerkennung erkennt bis zu 8 Vögel, wenn wir sie gleichzeitig haben im Sucher oder auf dem Monitor. Und Priorität ist natürlich das Auge. Wenn er das Auge nicht erwischt, dann versucht er auf den Kopf scharf zu stellen. Und wenn der Kopf durch, wie vorher bei der Ente, vielleicht ein bisschen versteckt ist, dann geht er auf den Körper erst. Aber das ist die Priorität eben. Auge, Kopf, Körper. Und wenn wir jetzt 8 verschiedene Vögel haben, vielleicht das auch nochmal ganz kurz vorweggeschoben, dann geht er immer auf den, der am nächsten am Fotografen ist. Also nicht einer, der nur links, der rechts, oben oder unten ist, sondern einfach nur der Vogel, der näher an der Kamera dran ist im Endeffekt. Genau, das ist so. Also ich hatte das auch mal, dass mehrere Vögel da waren und irgendwie, ich musste mich auch etwas daran gewöhnen, wie das ein bisschen flackert, dann ist es nicht ganz gewohnt, weil der Computer ist am Rechnen und schaut, wo die Vögel überall sind. Ja. Aber das funktioniert. Vielleicht, wenn es mal zu nervös ist, kann man die CF-Empfindlichkeit ein wenig zurückstellen, vielleicht auf -1 oder so, damit das nicht mehr so rumspringt. Das ist aber, wie gesagt, motivabhängig und je nachdem, was man machen will. Aber man kann es versuchen, wenn man zu viele Vögel hat oder wenn man denkt, der springt mir zu viel zwischen Kopf und Körper hin und her. Mhm. Das Bild ist auch mit dem Extender gemacht, mit dem eingebauten, und wenn man da habe ich glaube ich noch einen 100% Ausschnitt. Genau, kommt gleich danach. Von dem Bild, und das ist wirklich so, also wow, dann kann, muss man eigentlich gar dann nicht... Klick muss da rein. Wahnsinn. Das ist eigentlich von den Details her auf dem Kopf und das Auge mit dem eingebauten Extender, das ist schon sehr cool. Damit die Frage gleich, ich weiß, die Frage kommt nachher, deswegen nehme ich es gleich vorweg. Es ist so, ich bearbeite meine Bilder, das ist so, da bin ich ganz ehrlich, und ich fotografiere auch im RAW, deswegen muss ich sie auch bearbeiten. Es ist aber einfach so, dass wenn die Qualität nicht da ist im RAW-File, dann kann ich daraus auch nichts machen. Also die Information muss da sein, die Schärfe muss da sein, sonst hilft die beste Bildbearbeitung nichts, dann ist das Bild auch unscharf. Also von dem her kann ich sagen, also die Qualität des Extenders, auch wenn ich hier 100% reinzoome, das ist schon eigentlich, also wirklich fast perfekt. Hm. Machst du nur RAW oder machst du auch RAW und JPEG, so als Kontrolle? Nein, ich mache eigentlich nur RAW. Okay. Ich hatte auch nie das Pech bis jetzt, dass mir eine Karte flops gegangen ist und alle Bilder weg waren bis jetzt. Von dem her hatte ich vielleicht Glück, aber ich bin immer nur im RAW unterwegs und ich mache nicht mal eine Sicherheitskopie. Ich mache es aber dann eigentlich laufend, jeden Tag, wenn ich unterwegs bin oder unterwegs, aber nicht direkt beim Fotografieren. Ja, yeah, okay. Gut. Ja. Das mache ich auch nicht, das kann ich auch nachvollziehen, aber zwischendrin eine Sicherheitskopie hilft schon. Ja, das schon. Und wenn du noch keine Karte verloren hast mit ganz vielen Bildern, toi, toi, toi. Gut, verlassen wir mal die Ente und gehen zu einem meiner absoluten Lieblingsbilder, die du mir geschickt hast. Schwarzer Vogel auf hellem Hintergrund. Ja, der schwarze Vogel, das war wieder eine andere Location. Das war in den Bergen, relativ weit oben, und das Interessante an dem Bild ist, der war im Sturzflug relativ schnell und ich konnte eigentlich, da kann man nur reagieren, da kann ich nicht zielen und sagen, oh, ich warte mal, bis der Vogel jetzt genau dorthin fliegt, sondern das war einfach objektiv nehmen und abdrücken. Das war nicht mal geplant, und ich war erstaunt, muss ich ehrlich sagen, wie die Vogelerkennung da genau schön beim schwarzen Vogel direkt in dieser Pose vor allem, wo ja nicht eigentlich jetzt so
Ich weiß nicht, mit was für Bildern Sie diesen Algorithmus gespeist haben von Vogelbildern, aber ich denke mal, das war vielleicht nicht immer dabei. Und trotzdem hat es funktioniert und ging eigentlich genau aufs Auge. Und das war schon cool. Also das war ein Reflexbild, kann man eigentlich sagen. Mhm. Du hast den verfolgt und hast mehrere Bilder gemacht oder immer nur ein Bild? Ja, es war, genau, es waren 10 oder 8 Bilder in Folge. Und es waren, ich muss sagen, der Fehler war ich, die Bilder sind eigentlich alle scharf, aber ich war zum Teil zu nahe dran. Also das ist fast der komplette Ausschnitt. Ich habe natürlich das 4:3 reduziert. Vom Verhältnis her, aber eigentlich die anderen Bilder habe ich zum Teil abgeschnitten, weil einfach ich war zu nah dran. Aber die Schärfe hat da nicht gesessen. Perfekt. Auch mit einem Konverter? Nee, ohne Konverter, oder? Ohne Konverter. Ohne Konverter, okay. Super. Dann haben wir, da kommt der Punker wieder. Genau, da kommt der Punker wieder. Das war vorhin, ganz am Anfang habe ich erwähnt, dass ich auch versucht habe, Ich bin so ein Bouquet-Fan eigentlich, wenn es möglich ist. Ich liebe diese Farbkreise im Vordergrund und Hintergrund. Und der Trick bei dem Bild ist eigentlich, dass ich durch eine Tanne fotografiert habe, ganz nah im Objektiv, mit Gegenlicht. Und die Tanne hatte noch Tautropfen am Morgen früh. Und damit ist eigentlich dieses Licht, dieses Bouquet im Vordergrund entstanden. Was aber wieder faszinierend ist, ich wollte herausfinden, was macht die Vogelerkennung, wenn ich halt, sag jetzt mal, zwei Drittel vom Bild mit Gegenständen im Vordergrund eigentlich blockiere. Was passiert dann? Natürlich war es nicht mehr so gut wie ohne, ich war aber auch fies, weil ich wollte herausfinden, was es kann und was nicht. Trotzdem hat es bei mehr als nur einem Bild, das waren glaube ich die Serie mit 4, 5 Bildern oder sogar 6 Bildern, die wirklich genau auf dem Kopf scharf gestellt haben. Man muss aber sagen, er springt dann ein bisschen mehr, weil ich bin auch fies, oder? Ich will ja was im Vordergrund, ich will ja was ihm in den Weg stellen, eigentlich. Und das Objektiv und vor allem der Algorithmus, dieses Autofokus hat es trotzdem geschafft, den Vogel noch scharf zu stellen, Gott sei Dank, weil sonst wäre dieses coole Bild nicht entstanden eigentlich. Das ist mein Lieblingsbild von dieser Tage. Ja. Ja, wobei ich die Dole war das vorher, ne? Der ganz am Anfang? Nee, der direkt davor, der Fliegende. Aha. Also den fand ich super. Der Graureiher. Nee, den wir gerade direkt davor hatten. Den Kopf über, genau, ja, den. Die Dole, ja, genau. Den und dann der Panga, der noch kommt. Das sind so meine Lieblingsbilder. Aber bei dem Bild noch mal ganz kurz aufs Vollbild gehen, bitte. Schön, dass du sagst, dass du das davor gesetzt hast. Wenn du mir das vorher die Frage gestellt hättest, wo waren die Kreise zu finden, hätte ich jetzt auf die Schnelle, ganz ehrlich gesagt, im Hintergrund. Da hast du gut getrickst. Du musst dir vorstellen, es ist eine Tanne, die hat so eine Kurve gemacht und ich habe mich eigentlich genau zwischen zwei Äste gestellt und genau dadurch noch fotografiert. Und das mache ich noch gerne eigentlich. Weil es gibt dann ein bisschen für mein Feeling noch mehr Stimmung ins Bild. Aber das ist alles eigentlich vor dem Vogel gewesen, ja. Mhm. Super. Super. So, jetzt kommen wir zu, das ist noch eins meiner Lieblingsbilder. Genau, das war das Wunschbild Nummer 2. Ah, war so, okay. Genau, Gegenlicht mit Punker. Ja, da wollte ich einfach auch ein Bild für mich machen, dass ich auch... noch nie gemacht habe, weil einfach das Licht so gut war. Und aber trotzdem auch wieder einfach die Details in den Schatten zu zeigen, die Qualität der Auflösung dieser Linse, dass es, obwohl es wirklich komplett alles im Schatten ist, ich trotzdem noch die Definition habe. Die Bilder gibt es übrigens alle auf meiner Website in hoher Auflösung. Wer also das mal wirklich größer sehen will, der kann das gerne machen, sind alle dort. Ist wirklich genial und auch hier, ich weiß, was ich gemerkt habe, wenn der Vogel frontal steht, hat die Vogelerkennung, schafft das auch, aber sie muss ein bisschen mehr arbeiten, weil, ja, aber wie gesagt, das war ein Test, ich war fies und ich musste herausfinden, wo klappt es und wo klappt es nicht und ich konnte eigentlich fast nirgends sagen, dass es nicht geklappt hat, also ich hatte von jeder Serie eigentlich Bilder, die perfekt waren, so wie ich eigentlich wollte.
Super. Vielleicht ganz kurz nur zur Erklärung für alle, die zugeschaut oder jetzt zuschauen. Der Vogel hat noch Beine auf dem Bild. Man sieht es, glaube ich, jetzt hinter mir, weil die Einblendung war gerade noch mit der Bauchbinde und dann sieht man die Beine leider nicht. Ja, der hat Beine. Der hat Beine, genau. Ist alles drauf. Alles dran, alles drauf. Genau, jetzt nochmal ohne. Ja, mal gucken, dass er doch, ja genau, sieht man. Der steht wirklich fantastisch da und gerade dieses Gegenlicht, was ja auch immer sehr, sehr schwierig ist für die eine oder andere Kamera, hat hier die E-Mans X, glaube ich, super absolviert. Perfekt. Genau, jetzt ohne Bauchbinde. Gut, dann ein wunderbares Bild. Ja, darauf ich Ton in Ton halt, das war nicht geplant, aber es war nicht ein wunderschöner Morgen, aber es war so ein bisschen, ja, Dunst und das war das ist nicht ganz Sonnenaufgang, das war ein bisschen später, das war so gegen 11, ja, 10.30 Uhr, 11 Uhr. Mhm. Was aber da interessant war, der Schwan, der war mit dem Kopf unter Wasser, hat sich gewaschen und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ja eigentlich das Putzritual kommen, also Morgendusche, waschen und so. Und der hat wirklich, das Interessante war, wenn man fokussiert, also das war ja früher das Problem, also das Tier steht im Wasser, man fokussiert auf den Kopf und dann steht es auf. Und dann, wenn man Pech hat, ist der Autofokuspunkt halt am falschen Ort. Mhm. Wenn man Glück gehabt hat, hat man genügend Autofokusfelder gewählt, dass der Autofokus noch dorthin geht, aber auch dann geht er meistens dort, wo sich mehr bewegt. Das heißt, wenn die Flügel sich bewegen, springt der Autofokus dann meistens dorthin. Und bei der Vogelerkennung war es einfach so, dass er auf dem Kopf geblieben ist. Sonst hätte ich das Bild vielleicht nicht jetzt so schnell im Kasten gehabt wie hier. Also das wäre wirklich so hinstehen, Schwan zuschauen, abdrücken und fertig. So einfach wie es klingt. Aber es ist wirklich, in diesen Fällen ist es eine große Hilfe, um einfach einen Schritt weiter zu kommen, weil ich, gut, der Vergleich mit dem Bären hinkt jetzt etwas, aber beim Bären hat man das Problem, das Auge ist relativ klein im Verhältnis zum Körper und wenn man dort zielen will, muss man auch immer mit einem Autofokusfeld arbeiten. Und der Schwan ist halt sitzend auf dem Wasser und aufstehend, das sind halt Unterschiede und dann kommt man von Hand fast nicht nach mit dem Nachfokussieren oder dem Joystick mit dem Punkt verschieben. Und hier Vogelerkennung, also ohne die, keine Chance, oder? Hätte ich mehrere Chancen benötigt, sagen wir so. Hätte es auf jeden Fall mehr Schüsse machen müssen. Ob er sich ja dann nochmal so bewegt hätte, nochmal so eine Pose hingesetzt hätte, ist wiederum eine andere Frage. Ja. Super. Was ist das für ein Schwan? Ja, Bockerschwan? Ja. Schweizer Bocker. Ich wollte jetzt gar nicht, aufs Land hinaus, sondern Höckerschwan, genau. Ein Eidgenosse. Ein Eidgenosse. Meinst du? Es sind nicht alles Eidgenossen, ja? Genau. Ich höre es nachher. Ich höre es, ich weiß. Es kommt. Ja, ja. Gut, okay. Gehen wir vom Höckerschwan jetzt nochmal zum Graureiher. Genau. Das war dasselbe Morgen eigentlich, ein bisschen weiter weg. Ja, auch hier, wenn man mit einem Objektiv unterwegs ist, sind einfach solche Sachen möglich, wenn man einen Zoom hat. Wenn man keinen Zoom hat, dann ist man entweder zu weit weg oder zu nahe, weil wenn man schon mal so einen Graureiher fotografiert hat, dann weiß man, man kommt bei gewissen relativ auf eine gewisse Distanz hin, aber dann ist dann auch vorbei und je näher man eigentlich den Tieren kommt, umso mehr Qualität bekommt man. Einfach Definitionen von den Federn, vom Kopf, von den Farben. Weil wir haben in der Natur ja immer die sogenannten, diese Partikel in der Luft, die Schmutzpartikel, wenn es neblig und dunstig ist, noch mehr. Und wenn ich da mit 400 mm am Anschlag bin, dann kriege ich einfach noch mehr und muss die Tiere nicht stören. Das ist auch so ein Punkt. Ich will ja Bilder machen, die Tiere so zeigen, wie sie sich in der Natur bewegen. Und das kann ich natürlich mit dem auch besser als jetzt, wenn ich mit einem kleinen Zoom unterwegs bin und ich muss relativ nahe hin. Da gibt es dann die Bilder, wenn er wegfliegt. Ist auch schön, aber dann halt nur einmal und dann ist er weg. Ja, ja. Ja, aber
Das Coole ist auch hier wenig Kontrast oder wenig Unterschiede in den Farben vorne, hinten und hat immer gebissen, wo er muss. Also ja, es ist wirklich ein cooles Feature. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jemals wieder abstellen werde. Und ich hoffe, es kommt auch für andere Tiere irgendwann. So, das wäre noch cool. Ist immer die Frage, für welche Tiere brauchen wir es denn jetzt noch? Für die Vierbeiner. Ach, für die Vierbeiner, okay. Übrigens, da funktionieren die anderen eigentlich auch ganz gut. Also ich habe die, das habe ich dir ja, glaube ich, gestern erzählt, dass ich, bevor wir die Vogelerkennung hatten, habe ich den Motorsport eingestellt und auch bei Vögeln eigentlich ganz gut anwenden können. Der hat nicht die Trefferquote wie jetzt die Vogelerkennung, klar. Und vor allem geht der natürlich pauschal dann nur auf den Vogel und nicht auf den Kopf oder aufs Auge. Aber damit kann man schon auch die ein oder anderen anderen Tiere damit mal probieren. Bei mir hat es auch funktioniert, mal so, mal so. Also ich hatte da irgendwie mit Eichhörnchen überlegt, mit dem Ball, mit den kleinen Vögeln. Das hat mal funktioniert, mal nicht. Aber ich habe gehört, man kann sich das relativ gut auf eine Taste legen, um das ein- und auszustellen mit der Erkennung. Und dann geht es relativ gut. Also man kann dann einen Hebel bewegen und dann ist es ein oder aus. Und dann kommt man eigentlich sehr gut an alle möglichen Optionen, die es halt gibt. Ja, also wir haben ja bei der EMA1X sowieso einige Tasten, die wir ja belegen können. Und gerade wenn ich so eine Sonderfunktion haben möchte, dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass ich so eine Funktionstaste auch dann damit belege. Nicht jeder fotografiert Vögel, ist auch wieder eine andere Thematik. Aber für jeden, der natürlich diese Sonderfunktion möchte, ist eine Belegung dann in dem Moment oder eine Customer-Einstellung, sprich auf dem Programmwählrad, wenn ich dann C1, C2, C3, C4 verwende, kann ich es auch mit drauflegen. Gut, damit sind wir mit deinen Bildern auch schon durch. André, so schnell geht's, Wahnsinn. Du hast mir zu wenig Bilder geschickt. aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben ja hier noch die Sonnenblende dabei. Die hast du die immer draufgesetzt gehabt? Ja, die hatte ich immer drauf, einfach auch als Schutz. Und ja. Genau, also das kann ich auch nur empfehlen. Bei jedem Objektiv, wenn ich eine Sonnenblende habe, packt sie drauf. Der mechanische Schutz ist durch nichts zu verbessern im Grunde genommen. Es gibt natürlich, und lustigerweise habe ich genau hier den einzigen UV-Schutzfilter von Olympus in der Größe, den 95er Durchmesser, den gibt es nur für dieses Objektiv dann, ist aber extra. Gut, jetzt schaue ich mal in den Chat, ob irgendwelche Fragen reinkamen, aber anscheinend haben wir so viel geredet und du hast so viel Information rausgehauen, dass sich gar keiner traut, hier irgendwelche Fragen reinzuschreiben. Vielleicht hast du auf die Schnelle so 2, 3 kleine Tipps für die Vogelfotografen, die Angehenden. Auf was sollten sie achten, wenn sie jetzt das noch nicht haben, das Objektiv, sondern vielleicht das ein oder andere Super Zoom 100-400 zum Beispiel? Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit macht es euch einfacher? Ja, also es sind eigentlich zwei Sachen, die ich immer empfehle, auch bei meinen Kursen, dass ich immer sage, stellt nicht zu viel an der Kameras rum, wenn ihr fotografiert, sondern sich das vorüberlegen, was will ich für ein Bild. Ich mache auch immer die Unterscheidung zwischen, will ich jetzt den Vogel, also wenn wir bei den Vögeln bleiben, überlege ich mir auch immer, will ich den Vogel sitzend, also will ich ein klassisches Porträt haben oder will ich ein Actionbild im Flug. Und so passe ich meine Einstellungen auch an, einfach weil ich ein bisschen Qualität verliebt bin und einfach sage, okay, entweder mache ich das oder mache das und ich höre auf, mit der Kamera dann immer die ganze Zeit zu spielen, ISO rauf, runter, Verschlusszeit und so weiter und so fort. Das ist ein Tipp, das ich geben kann, also wirklich sich überlegen, was will ich für ein Motiv, die Kamera dann einstellen und dann einfach darauf warten, bis es passiert. Ich weiß, es in der Natur gibt es immer Ablenkungen, man kann mal hier, mal da, aber ich komme lieber mit ein oder zwei guten Bildern nach Hause, weder mit 100, 200, und dann ist man dann doch nicht ganz zufrieden vielleicht. Und das ist auch der Tipp 1 und 2 ist eigentlich fast dasselbe. Der Tipp Nummer 2 ist die Vorbereitung. Also klar, es ist nicht, wenn man jetzt
eine Wanderung macht, dann ist es was anderes. Dann hat man vielleicht noch jemand dabei, der vielleicht nicht stundenlang warten möchte, bis man sein Traumbild hat. Aber sonst, ich bereite viel mehr vor, als ich fotografiere. Also ich überlege mir immer, was möchte ich für ein Tier, wo treffe ich es an, zu welcher Jahreszeit möchte ich es gerne haben, ab Gegenlicht, normales Licht und so weiter und so weiter. Und dann bin ich schon viel gezielter unterwegs. Und trotzdem muss ich mir vielleicht mehrmals gehen, bis ich das Bild habe, aber ich habe dann mein Gebiet schon eingeschränkt, was ich haben möchte und was nicht. Punkt Nummer drei, es gibt doch noch einen dritten, stimmt's? Einen habe ich noch. Was Übungssache ist, das muss ich wirklich sagen, das ist nicht ganz einfach, dass wenn man das nicht erreicht, was man geplant hat, dass man trotzdem noch fotografieren kann und schnell reagieren kann. Also ich sehe es immer wieder, manchmal man analysiert, oh, es passiert was, und dann benötigt man zu viel Zeit, um die Kamera einzustellen, und dann ist es schon wieder passiert. Und das braucht Übung, sich eine Situation anzuschauen und eigentlich blind die Kamera einzustellen und gleich loszulegen. Das ist so, ich denke mal, der Punkt zwischen Amateur und Profi, der einfach die Analyse, dann ja, die Situation zu analysieren und gleich dann das Bild zu machen und nicht noch stundenlang überlegen muss, welches Menü, welcher Knopf und so weiter. Ich denke, das braucht Übung, aber das ist ein, mit Übung macht der Meister, und das kann man lernen eigentlich. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass jeder sich mit seiner Kamera auseinandersetzt. Ruhig mal abends, wenn man auf dem Sofa sitzt, spielt die Knöpfe alle durch. Dass ihr im Grunde wisst, blind, links oben ist der Knopf, rechts unten ist der Knopf. Wenn ihr beim Shooting seid und dann habt ihr vielleicht gerade diesen, nehmen wir den Schwan, der sich schön in Pose setzt, wenn ihr dann noch überlegt, wo, jetzt übertreiben wir mal, wo der Auslöser ist, dann ist es sowieso schon zu spät. Aber wobei eben, ja, die Technik muss sowieso, also das muss einfach sein, dass ihr im Haus bauen, das Fundament, die Kamera muss man kennen, man muss das Objektiv kennen, wo sind die Grenzen, wo nicht. Aber was ich immer wieder mehr sehe, das ist mit der digitalen Fotografie halt so, dass man sich halt manchmal zu sehr fixiert auf, wo ist der Fokus, passt die Schärfe. Ich schaue das selten. Also wenn der Fokus nicht stimmt, dann schmeiße ich es sowieso weg. Mhm. Aber es ist mir noch viel wichtiger, dass ich die Lichtstimmungen, dass ich mit dem Licht spiele, dass ich mir überlege, wie könnte das Bild aussehen, dass ich wirklich im Kopf ein Bild habe, dass ich sage, das will ich mir an die Wand hängen, das muss hängen. Und dem Bild dann nacheifern, bis man es eigentlich hat. Und das hat natürlich auch mit Schärfe zu tun, mit Qualität, aber auch mit der Fantasie, mit der Vorstellungskraft, sich etwas auszudenken, was man dann wirklich auch machen kann. Es ist wirklich alles möglich. Also ich habe bis jetzt fast, gut, ich habe noch viele Wunschbilder, aber das, was ich wollte, das habe ich eigentlich geschafft. Aber vielleicht über die Jahre hinweg, aber trotzdem, und dann ist man dann wirklich, wirklich auch stolz. Und ich meine, es hat auch viel mit Leidenschaft zu tun, das Ganze. Und bei Leidenschaft gibt es den ersten Teil vom Wort, dann mit Leiden. Und wenn viele denken, ich komme immer mit 100 super Bildern nach Hause, also die meiste Zeit komme ich mit gar nichts nach Hause, weil einfach, man muss viel unterwegs sein, man muss viel versuchen, probieren und Locations prüfen und doch mal hingehen, bis man dann das Bild hat. Also es ist wirklich harte Arbeit, viel Geduld, aber am Ende macht es dann auch Spaß, wenn man dann wirklich mal so einen Top-Shot hat. Wenn man genau das Wunschbild erwischt hat. Die Tanja Weiß fragt, ob du auch filmst oder nur fotografierst. Was heißt nur fotografierst? Ja, ich hab dieses Jahr auch angefangen mit Filmen, muss ich sagen. Ich habe noch nicht so viele Projekte vollenden können, aber ich filme eigentlich mit der EM1 X und mit der Mark III. Inzwischen mehr mit der Mark III. Hat einfach der Grund, weil ich jetzt die X auf Foto eingestellt habe und die Mark III ein bisschen mehr auf Film. Aber ja, also wenn du eine Frage hast bezüglich Filmen, dann einfach fragen. Tanja, kannst du alle Fragen stellen? Wir Fast alle. Fast alle, okay. Alle technischen Fragen. Aber Film ist ein gutes Stichwort, das kann man vielleicht noch anhängen. Wenn man filmt, also ich rede jetzt von den Hollywood-Größen und dann wirklich die Super-Mega-Filme, man muss bei der Fotografie in Zukunft auch mehr, das ist meine persönliche Meinung, mehr sich an das ganze Setting denken. Also nicht nur an das Tier,
mich auch gesagt habe, wo gehe ich hin, wo ist das Licht? Und das macht der Filmer eigentlich viel mehr als der Fotograf. Der muss sich mir überlegen, bevor er was filmt, wo gehe ich hin, wo passt die Location, wo passt sie nicht. Und das ist bei der Fotografie eigentlich nicht anders. Denn im Englischen, soviel ich weiß, heißt der beim Film heißt Director of Photography. Und das ist eigentlich der, der die Szene zuerst stellt, bevor dann gefilmt wird im Prinzip, oder sich das vorstellt. Ja, Tanja, was für eine Frage hast du? Jetzt kommt die Verzögerung von YouTube bitte, halbe Stunde, weißt du ja. Ich hoffe nicht eine halbe Stunde. Nein. Nee, aber ja. Aber wenn du jetzt gerade mal überlegst, es gibt ja so einige Fotoziele bzw. Bereiche, die wir so abdecken. Du hast dich jetzt so auf Natur und Wildlife ausgelegt. Gab es da auch schon eine Situation, wo du gesagt hast, oh meine Güte, vielleicht hast du dir da das falsche Motiv ausgesucht? Ich sage dir auch gleich, an welches Bild ich denke, aber erstmal die Frage vorweggeschickt. Also du meinst, ob ich auch schon mal gedacht habe, warum mache ich das überhaupt? Nee, oh, Gottes Willen, warum, ist mir schon klar. Du willst ja gute Bilder machen. Nein, ob du in irgendeiner Situation mal warst und hast gesagt, vielleicht bin ich jetzt einen Tick zu nah an meinem Objekt. Aha. Ja, da gab es eine Situation, ja. Aber das war eigentlich nicht beim Fotografieren, das war auf dem Weg zum Fotografieren. Okay. Ich war viel in Slowenien unterwegs bei den Bären. Und darauf wollte ich hinaus. Unterwegs, also man hat keine Fluchtdistanz, der Bär eigentlich auch nicht, wobei der Bär eigentlich sein Geruchssinn und sein Gehör ist eigentlich so gut, dass er normalerweise, es muss schon ganz dumm gehen, damit man den Bär eigentlich 1:1 vor ihm steht. Und das ist leider passiert, also ich war da mit dem Guide unterwegs im Wald und wir haben da eigentlich geredet, was man auch sollte. Also man muss nicht schreien oder so, aber einfach normale Lautstärke. Und irgendwie war der Bär da so beschäftigt mit, keine Ahnung, Nahrungssuche oder irgendwas, oder vielleicht hat er schlecht gehört. Und der ist wirklich so 5-7 Meter, ist mir aus dem Gebüsch so ein Bär aufgestanden und hat mich angebrüllt. Und ich bin dann irgendwie gefühlte 2 Meter gesprungen, einfach so ein Hops gemacht, ohne dass ich wollte. Und der Bär war aber auch gleich weg, also das Tier hat im Normalfall keinen Grund, den Mensch anzugreifen, weil wir stehen nicht auf dem Speiseplan. Aber er ist erschrocken, er hat uns nicht gesehen, nicht gehört und wir ihn nicht und wir waren einfach zu nahe. Und dann war der Schutzdistanz nicht mehr da und dann ist er einfach, hat er gebrüllt, wir haben gebrüllt und dann ist er weg. Aber das war schon so am Abend, das war ein Bier mehr am Schluss. Also ja. Wenn man die Bären sieht, denkt man, ach, die sind so herzig, so süß mit den Augen und so, ja. so pelzig und so. Aber wenn der abgeht, das ist schon eine andere Musik. Ja, ich hab die Bilder auf deiner Webseite gesehen und dachte mir so, also bei Bären, da hört bei mir der Spaß ein bisschen auf, wenn der so nah da dran ist. Ja, das ist schon, aber das bringt einen ein bisschen wieder zurück auf den Boden. Also ich war dann so froh, ah, alles noch da, alles gut. So, Tanja hat geschrieben zum Beispiel, ja. Wie viele Frames, Moment. Frames per Second bieten sich an. Und was ist die richtige Qualität für Vimeo und Co.? Gut, das hat es nicht, also ich weiß, was du meinst mit den Frames per Second. Also ich denke, es hat nichts zu tun mit der Plattform, auf der du die hochlädst, sondern es hat damit zu tun, was du filmen möchtest. Also wenn ich einen Filmstil haben will, also wirklich einen, sag jetzt mal, Kinofilm oder einen Spielfilm-Effekt, dann würde ich 24 empfehlen oder 25 Bilder pro Sekunde, weil einfach dann, das gibt einen gewissen Film, den Filmstil. Und wenn man, sagen wir, schnelle Aktivitäten, also Sport, Action oder auch, man sieht es bei den Tierdokumentationen von BBC, die haben eine schnellere Bildfolge, weil man will halt ihre Details sehen in der Bewegung, die Haare und so. Dann hat man meistens 50 in PAL Bilder pro Sekunde und die 60 in NTSC. Von dem her, ich filme meistens mit 24 Bilder pro Sekunde, weil einfach mir gefällt der Bildstil eines Films. Und ja, aber die Frage ist dann noch, willst du 4K, wirst du Full HD und je nachdem 4K und 24p,
ist dann schon eine harte Nummer für deinen Rechner und für dein Programm, je nachdem, wie du nachher schneiden willst. Von dem her, für YouTube und für normale so Plattformen genügt eigentlich Full HD, weil das 4K auf YouTube ist nicht wirklich 4K. Da sind wir, glaube ich, bei 2100 und irgendwas Pixel. Von dem her, ja, aber eigentlich, ich filme immer 4K. Im Export kann ich dann nachher ändern und sagen, ich will nur Full HD exportieren oder Normal HD. Also ich filme immer so das Maximum, was geht, um es nachher dann einfach auf die Plattform zu stellen, wie ich es haben möchte. Hm. Runter kannst du immer, nach oben geht es ja nicht mehr. Genau. Wenn du auf die Bilder pro Sekunde nochmal eingehst, also es ist natürlich so, hat André ganz klar gesagt, es kommt darauf an, was du filmst. Wenn es schnell bewegte Objekte sind und du willst diese schnelle Bewegung sichtbar machen, dann brauchst du mehr Bilder pro Sekunde. Wenn du aber einen bestimmten Look haben möchtest, dann sind das mit den 24 Bildern pro Sekunde auch eine super schöne Einstellung. Tanja hat zwischendrin noch mit reingeschrieben auf die Geschichte mit dem Bären. So ging es mir mit dem Eisvogel. Wir waren so überrascht, an ein Bild war nicht zu denken. Komischerweise, ich habe vor 2 Wochen auch einen Eisvogel gehabt. Das war genauso. Es war der einzige Eisvogel anscheinend. Ich habe den nicht gesehen und der ist so schnell rausgegangen, war dann weg. Hast du Eisvögel schon mal erwischt, André? Und vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Trick. Ja, Eisvögel, wir haben in der Schweiz viele Orte für Eisvögel. Ich habe auch bei mir, also ungefähr 5 Minuten zu Fuß, habe ich einen Eisvogel. Ich habe aber noch nicht sein Gebiet eingrenzen können, wo er seine Höhle hat, weil sonst, das ist ein Riesenbach und wenn man den Bach rauf und runter läuft, dann pfeift er an einem vorbei, dann hat man eigentlich keine Chance. Das heißt, am besten, man findet einen See, weil da kann man besser eingrenzen, wenn es nicht ein Riesensee ist, aber Eisvögel im Winter sind vielleicht einfacher zu finden, weil einfach keine Blätter sind, man kann einfacher durchgucken. Aber man sollte Acht geben, wenn man Eisvögel sucht, dann sind das meistens Hänge beim Wasser, die weiche Erde haben, dass sie einfach Löcher reinmachen können. Also meistens Hänge ohne irgendwie was vorne dran und dann mal schauen, ob ein Loch da ist. Muss aber nicht heißen, dass jemand drin ist, es kann auch sein, dass es leer ist. Aber wenn man mal einen Eisvogel hat, dann ist der eigentlich, der kommt ja auch im Normalfall zurück. Also der ist dann immer, der ist dann eigentlich... Er ist sehr stabil, ne? bleibt immer ganz gern in seiner direkten Umgebung. Genau. Aber ich habe Eisvogel habe ich auch gemacht, genau. Ja, das ist auch ein super schönes Thema immer, ne? Kann man sich lange dran austoben. Genau. Noch ein kurzer Schluss zu Tanjas Frage wegen Filmen. Wenn du filmst mit den 24 oder 50, 60p, musst du einfach bei der Verschlusszeit immer das Doppelte einstellen. Also 24p sind Verschlusszeit 48, bei 50 sind es 100. Und so weiter und so weiter. Das ist die 180er-Regel. Kannst du mal googeln im Internet. 180er-Regel, das kommt aus der ganz alten Zeit vom Film. Ja. Was aber heute noch gilt beim Film. Ganz wichtig. Gut, okay. André, so wie es aussieht, haben wir alle Fragen schon durch. Schade. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann... Wir haben zu viel vorweggenommen. Wahrscheinlich, ja, genau richtig. Das nächste Mal zeigen wir nur 2 Bilder und dann warten wir, was passiert. Genau. Dann sage ich auf jeden Fall für alle Zuschauer vielen lieben Dank. Schaut euch die Webseite von André an. André Boss, direkt in einem Wort durchgeschrieben, .com. Super schöne Bilder und da gibt es auch die angesprochenen Bären, die jetzt mit der Vogelerkennung nicht funktioniert hätten, aber man muss sie auf jeden Fall mal angesprochen haben. Aber super schöne Bilder, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr sonst Fragen habt, wenn ihr das eine oder andere vielleicht noch nachgefragt haben wollt, schreibt es unten dann mit rein ins Video. Wir melden uns bzw. wir antworten dann. Oder ihr fragt direkt im Laden von Digitale Welt Kücher. Die Kollegen wissen ja auch alles. Wenn mal eine Frage kommt, die sie nicht sofort beantworten können, dann rufen sie bei uns bzw. bei den Kollegen an und dementsprechend stehen wir gerne parat. Ansonsten, André, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Bilder vor allem. Und jetzt ist der Ton super, jetzt könnten wir noch weiterreden, aber das machen wir das nächste Mal. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank an die Firma Kücher Digitale Welt. Schöne Grüße nach Salzburg.
Schöne Grüße, André, direkt in die Schweiz, genau. Und wir sagen Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.